Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 23 Manchester United Karriere. Heute zu einer richtig spannenden und intensiven Folge, denn nachdem wir in der letzten Folge ja ein 1-1 gegen unseren Erzrivalen und Angstgegner Chelsea geholt haben, im FA Cup uns durchgesetzt haben gegen Watford und das Champions League Achtelfinal-Hinspiel mit 0-1 gegen Salzburg gewinnen konnten, spielen wir heute in der langen Simulation das FA Cup-Spiel gegen City, dann das Rückspiel in der Champions League gegen Salzburg und dann geht's auch in die Liga gegen Manchester City. Wenn euch das ganze Projekt gefallen sollte, dann supportet das Ganze sehr gerne mit einem kostenlosen Daumen nach oben und einem ebenfalls kostenlosen Abo. Und wir starten jetzt gleich rein gegen Manchester City. Zunächst wie angekündigt in den FA Cup, aber auch im Liga-Duell wird es richtig spannend, denn wir sind nur 3 Punkte vor den Sky Blues. Jetzt aber erstmal Fokus aufs Viertelfinalspiel hier im FA Cup. Wird schwer, ja, so ziemlich beste Elf, die wir aufbieten konnten. Ein bisschen Rotation ist dabei. Jadon Sancho vielleicht gleich mit der ersten Chance gegen seinen Ex-Verein. Aber ja, der Fokus liegt schon auf dem Spiel und gegen Salzburg muss dann vielleicht etwas mehr rotiert werden. Werden wir dann aber sehen. Jetzt sehen wir erstmal direkt die Führung. Ousmane Dembélé 1-0 für City. Ich glaube, dass wir hier heute eingreifen müssen, ist relativ wahrscheinlich. Ja, 2-0. Läuft irgendwie nicht so gut. Jetzt kommen wir mal durch. Sancho, Isak, Malasia, Rashford kommt mal zum Abschluss. War dann auch irgendwo abseits. Also läuft noch nicht so. Ja, jetzt steht es 3-0. Das Ding ist hier zur Pause scheinbar schon durch. Dennoch gehe ich jetzt zur Pause rein. 13-0. Ey, das ist richtig hart. Vielleicht kann ich es ja nochmal knapper gestalten, aber... Ihr wisst es, gegen dieses Manchester City habe ich da nicht die allergrößten Hoffnungen. Das Ganze natürlich auch auf Ultimativ. Ich glaube, ihr wart ja dabei, als ich das eingestellt habe für die Simulation. Und das gilt natürlich dann auch, wenn man hier jetzt auf dem Feld ist. Erste Flanke kommt noch nicht durch, aber immerhin setzen wir uns mal so ein bisschen fest in der ja, Hälfte von City. Boah, jetzt hat sich Dalot verletzt nach einem Foul von Grimaldo. Der anschließende Freistoß wird getreten von Jadon Sancho. Ist leider nicht so gut. Und Dalot muss hinten gleich gegen Erling Haaland ran. Ja, das ist natürlich doppelt bitter jetzt hier so hart scheinbar zu verlieren. Und dann auch noch den Rechtsverteidiger noch dazu zu verlieren. Und Malasia. Ich sag mit etwas Platz. Starke Parade. Ja, Dalot muss raus. Ich hoffe, es ist nichts Wilderes. Den brauchen wir natürlich in dieser Folge und natürlich auch im Rest der Rückrunde noch. Für ihn kommt Struik in die Partie und Timber geht auf die rechte Außenseite. Struik jetzt also in ja, einer Doppel-Linksfuß-Innenverteidigung zusammen mit Lisandro Martinez. Marcus Rashford kann sich hier mal nach einem Doppelpass durchsetzen. Nächste Gelegenheit, um hier nochmal wieder ranzukommen. Aber das ist dann auch einfach schlecht. Der muss dann halt rein. Erling Haaland auf dem Weg zum vierten Fragezeichen. Sucht da jetzt noch nicht den Abschluss. Also ich glaube, City ist hier auch in Durchgang 2 mit 2-3 Gängen tiefer reingestartet. Weil, ja, da kommt jetzt nicht so mega viel. Malasia, Flanke, hinten wartet Sancho, dann Bruno, aber ne, irgendwie wirkt die Mannschaft jetzt auch nicht so, als könnte sie dieses Spiel noch drehen. Und genau, auch weil sich das so anfühlt, wechseln wir jetzt noch 4-mal. Sabitzer, Garnacho, Holloway und Taylor kommen in die Partie. Frimpong auf Seiten von City, den hätten wir damals auch ganz gerne verpflichtet, aber da waren die Sky Blues schneller als wir. So ging dieser Niederländer nach Manchester in den blauen Teil. Hier nochmal ein Abschluss von Pedri. Ja, also wir werden hier heute aus dem Pokal ausscheiden. Boah, stark gemacht nochmal. Dembélé aus spitzem Winkel kommt er hier nochmal zum Abschluss. Nächste Ecke, Almada kommt jetzt auch noch rein in die Partie. Ja, also die haben auch echt eine breite Mannschaft. Das haben wir auch, die werden wir auch brauchen. Denn es stehen ja noch 2 wichtige Partien im Anschluss an. Zunächst, boah, Pfosten. Zunächst dann eben Champions League gegen Salzburg. Und dann, ja, haben wir die Chance, uns für dieses bittere und deutliche Ergebnis zu revanchieren. Jetzt kommt erstmal Garnacho hier nochmal nach vorne durch. Garnacho und wie bei Rashford landet das Ding samt Spieler in den Armen von Ederson. Das kann echt nicht sein.
Ja, und so bleibt es hier am Ende bei einem 3:0. Also der Pausenstand scheint jetzt hier auch das Endergebnis zu sein. Unser Eingreifen konnte die Partie nicht wirklich noch verändern. Wir hatten zwar noch mal ein paar Gelegenheiten, war auf jeden Fall besser als Durchgang 1, allein schon was die ja, Nicht-Gegentore angeht. Und ja, trotzdem glaube ich auch, dass City hier echt den Gang nochmal zurückgeschaltet hat. Also ich glaube, in der Liga wird das ein richtig hartes Duell, dort das Aufeinandertreffen im Derby. Aber das ist noch etwas entfernt. Jetzt geht es nämlich erstmal rein in die Champions League gegen Salzburg. Und dort war das erste Spiel auch richtig schwer und könnte entsprechend heute, ja, dann wieder enorm hart werden. Nach einem 0:1 Erfolg auswärts in Salzburg und das in Unterzahl teilweise zumindest, geht es jetzt rein ins Rückspiel im Old Trafford gegen RB Salzburg. Dalot, der wäre heute sowieso gesperrt gewesen, nachdem er die rote Karte, die lächerliche rote Karte bekommen hat gegen Salzburg im Hinspiel. Allerdings wird er uns noch länger fehlen. 3 Monate fällt er aus. Das tut richtig, richtig weh. Eine unserer Säulen der Mannschaft, eine der Säulen in der Defensive, wird uns also lange fehlen. Ersetzt wird der Portugiese hinten rechts heute von Timber, wie schon gegen City. Rückt er nach außen, Jallo dafür in die Innenverteidigung wieder rein, neben Martinez, Mason auf links, Sousa, Bruno, Eriksen, Moreira, Rashford, Isak, Mamardashvili im Tor. Das ist die Mannschaft, die heute das Viertelfinalticket ziehen soll. Und das ist die Mannschaft, die das verhindern möchte. RB Salzburg im Hinspiel zu Unrecht verloren, mindestens ein Unentschieden wäre verdient gewesen für Salzburg mit Philipp Köhn, der BVB-Karrierenlegende, im Tor. Und davor eine Viererkette, Vierer Mittelfeld angeordnet in der Raute und vorne 2 Stürmer, die uns wahrscheinlich heute wieder etwas bombardieren werden. So war es zumindest im Hinspiel. Dann geht es rein, es wäre schon etwas peinlich, nachdem man im letzten Jahr im Finale stand, jetzt hier gegen Salzburg im Achtelfinale auszuscheiden. Aber Stand jetzt sind wir eine Runde weiter, Stand jetzt ist alles gut. Nur wenn ja, Salzburg wieder so eine Leistung abliefert wie im Hinspiel, dann könnte das echt eng heute werden. Eriksen gleich mal durchgesteckt für Isak, aber hier sieht das erstmal alles richtig rosig für uns aus. Denn Bruno trifft nach 4 Minuten, frühes Tor für United. Ja, das ging deutlich einfacher als im Hinspiel. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen. Bruno lässt die Fans jubeln, Mason, Eriksen durchgesteckt für Isak und dann wird unser Kapitän da so ein bisschen vergessen. Torwart kann nichts machen, die Verteidiger viel zu weit weg und das war ziemlich einfach. Antwort von Salzburg, jetzt hier das erste Mal bei uns in unserem 16er. Mal gucken, ob sie zum Abschluss kommen oder ob wir das verteidigt bekommen. Sie lassen wie im Hinspiel den Ball gut laufen, dann wird der Jallo rausgenommen. Ja, da verschätzt sich unser portugiesischer Innenverteidiger und dann wird es auch gleich gefährlich. Mamardashvili dort und das gibt die Ecke, die wird auch gefährlich auf der Linie geklärt von Lisandro Martinez. Isak, oh, das ist ein gefährlicher Ball, kriegen sie aber gerade so noch abgelaufen da hinten und dann mal ein bisschen Druck hier ausüben, um den Ball schnell zurückzubekommen. Eriksen, wieder der Querpass, wie einfach will Salzburg uns das machen? So war das im Hinspiel aber nicht. Eriksen wieder auf Isak dieses Mal. Eriksen Vorlagengeber, Isak Torschütze. Ja, also so einfach nehme ich das gerne mit, aber es überrascht mich halt sehr. Denn wie gesagt, im Hinspiel haben wir uns richtig die Zähne ausgebissen, auch an der Defensive der Österreicher. Und hier Eriksen mit seinen 35 Jahren gewinnt ein Laufduell und dann ja, kann er da ganz entspannt rüberspielen auf Isak, der steht relativ frei, muss nur den Fuß hinhalten. Oh ja, ja, war nicht schlecht gespielt, aber der Abschluss dann halt zu ungefährlich. Rashford, Isak wieder unterwegs. Ah, die Laufduelle haben sie, die haben sie. Nur halt, wenn es einmal hinter deren Kette geht, dann wird's gefährlich. So, das ist jetzt auch gefährlich. John Lucas unterwegs. Mamardashvili bleibt der Sieger. Auch nach der Ecke bleibt der Sieger. Das war wieder mal gefährlich. Marcus Rashford. Ah, setzt sich da klasse durch gegen die Verteidigung und dann der Pass etwas zu kurz. Charles Mason, Mason. Wieder kommst du dahinter. Dieses Mal kriegen sie den Querpass zu. Noch dazu ist bei uns keiner so richtig gut reingelaufen, aber auch das war recht einfach. Oh, stark gemacht, aber abseits.
Das war vielleicht die beste Chance, aber es war nun mal abseits kurz vor der Pause. Sieht das hier ja sehr gut danach aus, als dass wir das Viertelfinalticket tatsächlich lösen könnten. Und jetzt wird Marcus Rashford von Eriksen nochmal auf die Reise geschickt, aber das ist nicht ideal gemacht von Rashford. Boah, geiler Ball von Eriksen. Mason nochmal und Bruno mit Platz. 3-0, 4-0 im Gesamtergebnis zur Pause. Scheint alles klar zu sein. Es ist ein Freistoß, den wir eiskalt ausnutzen. Schnell ausgeführt von Eriksen. Und dann stark von Charles Mason und auch von Bruno, der den Doppelpack schnürt. Eriksen an allen drei Toren direkt beteiligt. Zweimal vorletzter Pass, einmal letzter Pass. Der Typ ist mit 35 immer noch überragend, immer noch so wichtig. Rein in Durchgang 2, ich denke, wir werden früher hier dann auch ein bisschen anfangen zu rotieren. Ihr wisst, was als nächstes ansteht. Das nächste Heimspiel gegen Manchester City, dann aber in der Liga. Und da ja, müssen wir natürlich möglichst viele fitte Spiele haben. Und das Tanzschuss, Mamardaschwili. Auch in Durchgang 2 weiter auf der Hut. Mason hinter der Kette und fast das Eigentor. Die ersten Wechsel stehen an. Isak raus, Eriksen raus. Ich glaube, das macht einfach nur Sinn, die beiden zu schonen. Holloway und Guardado in der Partie. Oh, das ist gut gespielt. Jetzt nochmal kriegen sie noch ihr Tor. Wäre natürlich so das kleine Minimalziel für Salzburg, nochmal im Old Trafford zu treffen. Boah, guter Ball und Moreira nochmal mit der Chance auf sein Tor. Wenig zu sehen heute vom Portugiesen, den lässt er sich aber nicht nehmen und macht das 4-0. Das Ganze, die letzte Aktion für Bruno, holt sich nochmal eine Vorlage ab. Auch Mason und Timber gehen raus. Struik, Mount und Laird kommen in die Partie. Moreira, geiler Ball nochmal für Samuel Holloway. Erster Kontakt, ganz schlecht. Holloway, Pfosten. Oh, da wird Rashford sauer sein. Und das zu Recht. War mitgelaufen. Ich habe auch kurz überlegt, rüberzulegen. Aber eigentlich Holloway ein ganz, ganz sicherer 1 gegen 0 Schütze. Den lässt er knapp liegen. Jetzt kriegt er aber nochmal die Gelegenheit für sein Tor. Das sah komisch aus. Oh, gut gemacht. Holloway, Moreira. Jetzt legt er rüber. Jetzt kriegt Holloway noch sein Tor. Ja, am Ende wird es deutlich. 5-0 Manchester United. Oh, nochmal die Gelegenheit hier für den Ehrentreffer. Aber den scheint es nicht zu geben. Und damit laufen die allerletzten Minuten hier runter. Das war hier im Rückspiel dann doch sehr, sehr dominant von uns. 5-0 gewinnen wir. In keiner Sekunde war dieses Spiel wirklich mal bedroht, irgendwie zu kippen. Anders als das Hinspiel war es hier eine deutliche Nummer. Und jetzt geht es rein ins Rückspiel in der Liga gegen Manchester City, wieder hier im Old Trafford. 3 Punkte trennen beide Mannschaften. Manchester City ist in der Champions League Woche übrigens ausgeschieden. 1-0 hatten sie das Hinspiel gegen Atletico verloren und im Rückspiel gab es nur ein 2-2. Aber ihr wisst es natürlich, zuletzt in diesem Stadion hat Manchester City 3-0 gegen uns gewonnen. Eine Woche ist es her. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir heute auch ultimativ in der Lage sind, das Ganze zu verändern. Das Hinspiel in der Liga relativ zum Saisonbeginn, ich glaube 3. Spieltag oder so, gewannen wir damals mit 4-3. 3 Punkte sind wir vorne. Wenn sie heute gewinnen, die Sky Blues, dann wird der Meisterschaftskampf nochmal so richtig heiß. Anders als City sind wir in der Champions League ja weitergekommen und wir werden da in der nächsten Folge auf Juventus Turin treffen, also unser ja, Team aus der anderen Karriere, wo es ja auch ganz gut aktuell läuft. Das ist unsere heutige Startformation im Vergleich zum letzten Spiel. Nur eine Veränderung, Jadon Sancho rückt rein für Moreira. Ansonsten die gleiche Elf, die auch im in der Champions League gespielt hat. So, und das Manchester City, Frimpong hier auf jeden Fall neu im Vergleich zum Pokal. Dafür Koundé in der Innenverteidigung heute und vorne, ja, lässt sich das schon sehen. Dazu eine Bank, Youssoufa Moukoko unter anderem, Almada. Das ist schon nicht so verkehrt und wir gehen rein in diese Partie. Los geht es! Ein Unentschieden hilft uns natürlich auch weiter. City wird hier heute auf den Sieg spielen, da bin ich ganz sicher, vor allem nachdem sie ja im Pokal absolut bewiesen haben, dass sie gegen uns, ja, gefühlt schon locker gewinnen können. Frimpong setzt sich hier auch gleich mal durch. Das ist stark gespielt. Haaland, Mamardaschwili. Uiuiuiui, das wäre ja gleich
fast direkt wieder nach hinten losgegangen. Dembélé habe ich übrigens gar nicht im Kader jetzt gesehen. Der hat im Pokal noch getroffen. Die anderen beiden Tore hatte dort Petri erzielt, wenn ich mich nicht irre. Jetzt hier der Fokus. Boah, das ist wieder brandgefährlich. Jalot kriegt gerade noch den Fuß zwischen Abschluss und Tor. Und da setzt sich fast mit etwas Glück Rashford durch. Aber eben nur fast. Und City, die lassen uns hier gar keine Sekunde mal zum Durchschnaufen. Wieder Erling Haaland. Jalot zunächst dazwischen. Dann probiert er es einfach aus unmöglichem Winkel und holt noch eine Ecke raus. Also die ersten 7 Minuten gleich volle Power hier vom Manchester City. Ecke, Tor. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wie willst du diese Mannschaft schlagen? Erling Haaland trifft. Ja, und das war eine ziemlich perfekte Ecke, weil das war genau der Raum, wo keiner von unseren Verteidigern und auch nicht unser Torwart hinkommen konnte. Wenn Lisandro Martinez so groß ist wie Van Dijk, dann kann er den vielleicht wegköpfen, ist er aber nicht. Und somit steht es 1-0 für City. 16. Tor für Erling Haaland. Ich weiß gar nicht, wie viele Isak hat. Die müssten ungefähr ja, gleich viele auf dem Konto haben. Aber erstmal hat City in diesem Spiel ein Tor mehr auf dem Konto, was uns erheblich stört. City macht gleich weiter, also nichts. Es ist hier irgendwie mit einer Antwort von uns, Grimaldo dann, aber ja, da zu halbherzig im Duell. Das war aber ganz schlecht von Jadon Sancho. Lisandro im letzten Moment noch beim Abschluss davor. Eriksen jetzt mal für Mason. Etwas Platz, Mason, und viel Platz für Isak. Ausgleich. Wie schlecht. Wie schlecht verteidigt von City. Der 1:1 Ausgleich. Mason mit viel Platz. Eriksen zuvor schon mit viel Platz. Und dann, boah, Koundé, den darfst du da nicht so frei stehen lassen. Und Isak mit dem Ausgleich. Also den macht er auch blind, wenn er so viel Platz bekommt. Und schon das 21. Tor für Alexander Isak. Also der steht deutlich vor Erling Haaland, muss man sagen. Ja, also unser Stürmer scheint doch nochmal der bessere Skandinavier zu sein. So, wir jetzt gleich am Drücker, um hier vielleicht auch noch den Führungstreffer zu erzielen. Sancho kann ihn auch mit dem Kopf weiterleiten. Isak! Was ein Abschluss! 2:1, Doppelschlag, Doppelpack, Isak macht's. Und Sanchos Vorlage mit dem Kopf, ja, die lässt sich ja auch sehen. Also das ist mir neu. Der hat mittlerweile eine 93 im Gesamtrating. Also der Typ ist uns völlig verbuggt, was das dynamische Potenzial angeht. Ist aber irrelevant, weil er ja, performt jetzt nicht unbedingt wie ein 93er Spieler. Deshalb ist das schon okay. Aber was für eine Vorlage mit dem Kopf. Und dann Isak mit Saisontor Nummer 22. Wir drehen das Spiel, weil City auch zu passiv wurde. Lisandro kann jetzt hier auch einfach durchgehen und Isak schnürt noch nicht den Hattrick, aber Sancho gegen seinen Ex-Verein, gegen seinen Jugendverein. 3:1 noch vor der Pause, gehen wir auf 2 Tore davon. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war wieder stark, Lisandro Martinez, der einfach durchgeht. City ist nicht mehr auf dem Feld. Ederson rettet dann noch, was zu retten ist. Dann haben sie ein bisschen Pech, dass der Ball direkt bei Sancho landet. Und der schiebt ihn ein zum 3:1. Boah, also jetzt ist es vogelwild, was hier passiert. Rashford, 4:1. Ich hoffe, ich habe viel von dieser Ballstaffette da mit eingefangen fürs Video, weil das ist ja völlig krank. Also das war super und die Abstände bei City, da stimmt nichts mehr, gar nichts. Pep Guardiola kann 11 neue Leute einstellen für die zweite Partie, Hälfte der Partie, denn hier geht gar nichts mehr bei den Blauen. Haaland, letzte Aktion in Durchgang 1. 4:1 nach 0:1 Rückstand, damit geht's in die Pause. Bisschen unerklärlich für mich, dieser Leistungsabfall von Manchester City. Also nach dem 1:1 kam da irgendwie ganz, ganz wenig nur noch. Und dann haben wir ja auch noch einfach so 3 Tore gemacht und das war, ja, größtenteils nicht mal so richtig schwer. Haaland kriegt ihn nochmal durch für Petri. City wird's natürlich jetzt nochmal probieren, hier irgendwie nochmal ranzukommen durch Gang 2, aber sie müssen 3 Tore erstmal schießen. Ist jetzt ein bisschen ähnlich wie im Pokal, nur
dass die Rollen dieses Mal andersherum sind, denn wir schalten jetzt hier den Gang zurück und City versucht natürlich nochmal irgendwie was rauszuholen, aber ja, die sind eigentlich durch. Oh, nochmal ein langer Ball für Erling Haaland. Jetzt hier die Gelegenheit nochmal zu verkürzen, aber nein. Wir wechseln. Mason Jarloh, Eriksen alle relativ durch. Malasia, Struik und Sabitzer kommen neu in die Partie. Phil Foden nochmal einen Ball rein, aber auch das kriegen wir dann heute mit dem nötigen Glück und ein bisschen Können dann auch noch verteidigt. Also es ist ein Tag, wo wirklich alles bei uns läuft und bei City irgendwie gar nichts. 5-1. Der Höhepunkt. Jetzt dann nochmal. Marcus Rashford auf der einen Seite City im 16er. Dann verlieren sie den Ball. Wir machen es schnell, machen es einfach, unkompliziert und machen das Tor. Und ja, es ist eine richtige Demütigung hier für Manchester City am Ende. Torschütze und Vorlagengeber gehen dann auch noch raus. Moreira und Holloway nochmal in die Partie. Die allerletzten Sekunden in dieser unglaublichen Partie laufen ab, wie ich so sage. Probiert es nochmal mit dem Screamer, aber das wird nichts mehr, denn jetzt wird der Schiri diese Partie beenden. Wir ziehen 6 Punkte davon von Manchester City. Die müssen erstmal gucken, wie sie aus diesem Loch nach dieser Niederlage wieder rauskommen. Champions League aus und dann auch noch ja, ein richtig dicker Dämpfer gegen den Erzrivalen in der Meisterschaft. Das war stark von uns. Wir haben uns revanchiert für das Pokal aus. Also ja, das war wichtig und viel wichtiger natürlich, dass wir in der Liga dadurch nochmal deutlich besser dastehen. Schönes Bild, ja, hier über diesen, ja, unglaublichen Sieg gegen Manchester City. 6 Punkte Vorsprung damit, 10 auf Rang 3, das ist West Ham. Also sieht sehr gut aus, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Premier League holen. Wir werden jetzt noch ein Spiel simulieren gegen Nottingham Forest und dann in der nächsten Folge gegen Juve spielen. Jugendspieler will weg, Lars van Dijk, der sagt mir sogar was. Er hatte nämlich ein gutes Gesamtrating, aber kein Potenzial, der darf dann auch gehen. So, und dann haben wir hier noch, den Mannschaftsbericht und vor allem den Scout für neue Talente. Gucken wir uns schnell mal an, ob noch was aus Dänemark am Start ist. Ist es leider nicht. Und damit haben wir nur noch die Simulation gegen Nottingham Forest. Und dann werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge sogar beide Spieler, so Hin- und Rückspiel, gegen Juve im Viertelfinale spielen. Entsprechend geht es dann heute aber nochmal mit etwas Rotation gegen Nottingham Forest rein. Dennoch sollten wir diese Partie ja eigentlich gewinnen. Tun wir auch. 3:0 Bruno Fernandes mal eben mit dem Hattrick. Meiste Spiele ohne Gegentor. 13 Mal. Wow. Das ist eine heftige Statistik in meinen Augen. Mamardashvili nochmal hier ein schönes Bild zum Abschluss dieser Partie. Hallo Boss, Sie wissen doch sicher, wie frustriert ich bin, wenn ich nicht regelmäßig spiele. Wenn es dem Team hilft, bin ich gerne bereit, jede Position zu spielen. Ja, gut, da spricht er halt darüber, dass er zuletzt viel als Linksverteidiger ran musste, Charles Mason, aber er macht es ja auch sehr, sehr stark. Und vor allem gefällt er mir da auch richtig, richtig gut. Hier mal kurz die Statistiken. Top-Torschütze ist Isak, Barco einfach 19 Stück für Tottenham, Haaland dann erst auf der 5. Meiste Vorlagen nicht Eriksen irgendwie, der ist hier überhaupt nicht dabei, das wundert mich. Und dann 13:0 Mamardashvili, 10 hat Saar in weniger Spielen, okay, aber trotzdem 13 in 30, schon sehr, sehr stark. Wieso ist denn Eriksen, ja okay, Eriks macht halt auch richtig häufig den vorletzten Pass, das stimmt. Er hat nur 6 Vorlagen tatsächlich, weil er halt so häufig den vorletzten Pass beispielsweise auf den Linksverteidiger, auf Mason macht. Wer hat die meisten Vorlagen? Bruno, Isak und Garnacho tatsächlich. Und Eriksen dann doch ganz schön weit weg. Ja, okay, hätte ich nicht gedacht, aber die ja, vorletzten Pässe sind es dann häufig, die es rausreißen bei ihm. So, und dann gucken wir noch darauf, was in der nächsten Folge dann so geschehen wird. Also Champions League werden wir wohl Hin- und Rückspiel spielen. Liga haben wir noch einige Aufgaben vor der Brust. Liverpool nicht mehr ganz so weit weg. Vielleicht spielen wir ja ein Champions League Halbfinale. Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. In 4 Tagen geht es weiter mit der nächsten Folge der United-Karriere. Daumen nach oben noch da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut und ciao.